Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Das letzte Mal hatten wir hier schon gerade in dem, naja gut, okay, nicht wirklich hier im Stapelschirm, aber wir waren halt eben da in dem Aladdi-Seehafen auf dem Weg dann zurück zu der Stadt Ost, der wir Miller kam, und genau das werden wir jetzt auch weiterhin in der Story in Angriff nehmen. Also es wird geladen. Wir waren hier gewesen. Ich denke mal, wenn wir rausgehen, wird es in diese Richtung weitergehen. Und das war auch vollkommen richtig, okay. Auf jeden Fall, ich möchte etwas Spezielles jetzt zu dieser Folge sagen, und zwar, das wird jetzt die letzte Folge für Tales of Xillia sein. Wir kämpfen mal gerade hier um kurz, dann kann ich währenddessen da reden. Und zwar folgendermaßen. Die Sache ist die, ich hatte durchaus viel Spaß mit diesem Spiel. Das Problem, das ich nur gerade habe und merke, dass es auch ein Problem ist, ist, dass ich keinen Spaß verspüre, RPGs zu kommentieren in Let's Plays. Das Problem ist auch generell wirklich, ich hab durch den Nachhinein nicht viel gefressen, ich mag das wirklich sehr. Jedoch, ich bin ein Mensch, der nicht zu RPGs kommentieren kann und gleichzeitig Spaß haben kann. Das geht leider bei mir wirklich nicht. Das ist ein Problem von mir und ich kann dagegen wirklich nichts tun. Ich denke, es tut mir leid für die Leute, die dieses Let's Play wirklich sehen wollten von mir, aber wie gesagt, ich habe nicht wirklich Spaß dabei, RPGs zu kommentieren. Das ist der Grund, warum dies die letzte Folge sein wird, aber ich hoffe, damit kann man leben dann. Wir sehen das Ganze mal gerade als Test an und ja, wie gesagt, ich habe keinen Spaß dabei, RPGs zu kommentieren. Es gibt einen Haufen anderer Let's Play auf YouTube, die das ebenfalls machen, die ebenfalls sehr gut sind. Ich kann nur diese Menschen empfehlen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe leider wirklich keinen Spaß dabei. Ich werde dieses Spiel per privat durchspielen, ohne zu kommentieren. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Also, was war meine Meinung zum Spiel generell bis jetzt? Also, wie gesagt, ich finde das Spiel wirklich klasse. Also, es ist wirklich interessant. Die Story scheint interessant zu werden. Ich habe ja noch keine Ahnung, was alles kommen wird. Aber wir werden sehen, was kommt, ja. Also, ich werde sehen. Also, Kauf ist definitiv wert. Insofern, ja. Levelaufstieg, hey. Gut, hier war noch irgend so eine Zwischensequenz, genau hier. Walking sure is grueling. That's unexpected coming from you. I'm just used to having Soph fly me everywhere. The only time I ever really walked was when I used Undine to travel across water. I see. Maybe this is your punishment for treating the four great spirits like your personal servants. Servants? They may help out now and then, but they're the ones who pester me. They're like a bunch of bickering in-laws that never go home. Did you just call the four? Bickering in-laws? Okay. Oops. Gotta straighten my scarf. You sure do love that thing. Don't you? It's one of Fismage's finest. I don't know much about brands, but it does look good on you. You gotta be careful about what you wear, kid. It's how the world judges a man. I'd rather think what's inside is what counts. Yeah, and this is how what's inside gets projected to the outside. You don't believe some people shape what's outside in order to conceal the ugliness within? Well, if you can't see through a false front, isn't that your problem? So you blame the victims for being deceived? If that's really what you believe, Alvin, it tells me all I need to know about what's within. Man. I sure slipped up this time, huh? Okay, okay. Also, nochmal, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich kann dieses Spiel nicht beenden und ohne Spaß hier ranzugehen, das geht aber nicht, weil ich habe jetzt hier vor den letzten paar Tagen hier gesessen und dachte mir, hey, du willst das Spiel ist toll, du willst das spielen, aber wirklich die Lust dazu ist nicht da, weil ich dazu noch kommentieren müsste. Compared to Fenmont's Night Climb, the sky in Arjul sure is bright. That's true. The spirit climbs here are much more stable. What are you talking about? What do you intend to climb? C-L-I-M-E. Surely the great Lady Maxwell knows all about the subject? Don't flatter yourself by assuming I recognize every arbitrary word you humans create. Human arrogance can be so trying. Mila, do you know what Risa Maxia is made of? As if I wouldn't know? The power of spirits composes the entire natural world. Right. The term spirit climb refers to the balance of spirit power. When that power is out of balance, nature can become polarized in one direction. That's why there are unusual spirit climbs, like the perpetual night of Fenmont. I see. Thank you. Now I understand. You're very good at explaining things. My pleasure.
Oh, I see how it is. I guess I'm just an arrogant human compared to little old innocent Jude. Okay, okay. Na ja, gut, der Jude war ja auch irgendwie Student an der Universität oder sowas, also das ist schön verständlich, dass der erklären kann. Hoffe ich, keine Ahnung. Also ich denke, dass Menschen an einer Universität eine gewisse Intelligenz besitzen. Davon ging ich zumindest aus. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt doch falsch ist. Na egal, laufen wir mal weiter. Diese letzte Folge mache ich noch. Das sollte ich wirklich noch tun. Wie gesagt, stempeln wir das Ganze jetzt ein letztes Test ab. Wie gesagt, Fazit, das Spiel ist super. Die Grafiken stechen wirklich... Also nee, die Grafiken sind toll, da kann man wirklich nichts sagen. Also ich muss sagen, für ein japanisches RPG, so Tales of Symphonia-like, ist das hier wirklich die beste Grafik, die ich in solchen Spielen jemals gesehen habe bisher. Vielleicht sollte ich mir Tales of Crisis F demnächst antun, vielleicht ist die Grafik da noch besser, aber wie gesagt, die Grafik, ich finde sie toll, sie sieht schön aus. Die Musik an sich war bisher auch sehr interessant und auch die Charaktere und alles, ist schon ein tolles Spiel, ne, kann man sich kaufen, wenn man eine PlayStation 3 hat. Extra hierfür eine PlayStation 30 zu kaufen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich das lohnt, aber... Definitiv eine PlayStation 3 zu haben, das Spiel dann zu kaufen, ist eine gute Idee. Wenn man RPGs mag, wenn ihr Action-Freunde seid, ist es natürlich nichts für euch. Ich finde hier einen Haufen Zeug. Ich hoffe, das wird mir irgendwas bringen. Und das ist ein Speicherblock. Sollte ich speichern? Vielleicht kommt da gleich ein Bosskampf. Boah, das wäre ganz schön heftig, nicht? Ach, scheiß drauf. Wenn ein Bosskampf ist, schaffe ich den. So mache ich das. Wow, that's an impressive amount of fruit. I'm catching a whiff of cider. Oh, they must have orchards here. Well, well, well. We don't get many visitors here. Do you live here, ma'am? I would hope so. I'm the mayor. Is this the right road to Niakara? Niakara? Now that's a name I haven't heard in ages. What do you mean? It's what people called a long-forgotten village. I don't even know if it still exists. I heard tales of the village as a child. People claimed it lies beyond the Kijara Sea Falls. Where can we find it? You'll need to cross some seriously rugged terrain to get there. It won't be an easy journey. In that case, we should probably rest here before heading on. Agreed. I'm afraid our little village doesn't have an inn. Not much call for one. But I've an extra room in my house. You're welcome to use it if you like. Thank you for your hospitality, ma'am. Ereignisliste aktualisiert, was auch immer das heißen soll. Nebenbei, wenn wir gerade schon so weit sind, möchte ich immer gerade noch was an die Leute sagen, die dieses Let's Play bisher hingeschaut haben. Na gut, es ist halt nur ein Test, ne? Und zwar, vielen Dank an alle, die Kommentare geschrieben haben und mich darauf hingewiesen haben, wie die Spielmechaniken dieses Spiels genau funktionieren. Denn es gab einige Ungereimheiten, wie zum Beispiel die P-Attacke und P-Verteidigung, was weiß ich nicht, was ich mir nicht erklären konnte. Und da danke ich schon mal dafür an die Leute, die das gemacht, die mir erklärt haben, was das genau sein soll. Vielen Dank an die Menschen. Wir speichern mal gerade hier, denn Speicherpunkte könnten eventuell gleich selten werden. Ich weiß nie, wann Speicherpunkte selten werden. Insofern nutzen wir weiß mal einen. Man weiß ja nie genau. Und wie gesagt, schaut euch einfach andere Let's Plays auf YouTube an. Es gibt sicherlich einen Haufen Leute, die das gerade machen, weil es noch rausgekommen ist. Und die machen ihre Sache bestimmt sicherlich sehr, sehr gut. So, why bother taking human form at all? Spirits are really just masses of mana. They can't interact with the temporal world in that state. For a spirit to take physical form, it needs a catalyst of a corresponding element. As an example, the fire spirit of Freak can take form as a blazing inferno. And as Maxwell, you can be any element, right? The human body contains all four elements, so it's the perfect catalyst for me to take a physical form. What would happen if you lost your catalyst? I would gather elements to make a new one, but I'd have to wait for it to grow up. Grow up? You mean you start as a baby? It's time-consuming, but if you want to use a human form as a catalyst, you have to wait for the body to develop. So even the Lord of Spirits isn't omnipotent? Not in this human realm, anyway. Let's just be grateful she didn't go with the male model, eh? Wouldn't bother me. Oh,
You swing both ways? That's not what I meant. Naja, ich glaube, Alvin hat so mehr die Gedankengänge eines Mannes. Es ist nebenbei sehr schwierig, damit umzugehen, dass Miller eine Frau ist, während ich denke mal, der Geist kein Geschlecht hat, aber egal. Auf jeden Fall, was haben wir hier? Ist das ein Laden? Das scheint ein Händler zu sein. Nehmen wir mal da. Oh, okay, okay. Was haben wir da alles? Wir haben hier Zeug. Hier wurde mir nebenbei mitgeteilt, dass ich, wenn ich dem Laden etwas schenke, diese bald erhältlichen Items verwendet werden können. Oh, ich sehe gerade, ja. Ich kann Material schenken, ich sehe es gerade, ja klar. Interessant, ich glaube, damit werde ich mich mal ein bisschen beschäftigen, sobald ich mit dieser Folge hier fertig bin. Ich glaube kaum, dass ich aktuell irgendwas brauche. Ich sollte aktuell noch auf dem neuesten Stand, was irgendwie Objekte und Waffen angehen sollte. Bürgermeister, da sollte ich hingehen. Ah genau, bei ihr soll ich schon drehen. Ja, wehren sich nur wenige. Warum zieht ihr euch nicht im Dorf um, während ich euer Zimmer herrichte? Okay, ich denke, das sollten wir dann noch machen. Mal schauen, was wir Schönes finden. Da ist ein Mensch. Das ist das Haus der Bürgermeisterin. Wenn ihr mit ihr reden wollt, findet ihr sie wahrscheinlich dort drin. Das ist eine wahrscheinlich... Check it out. Suddenly we're looking down on the world. Yeah. We really have come a long way. Da, der will auch sprechen. Bei diesem roten Obst handelt es sich um Apfelfrüchte. Sie essen einfach köstlich. Süß mit einer leichten, säuerlichen Note. Ich mag nebenbei das Sprechenbild. Da, jetzt ist es so weiß, wenn man schon mit ihm gesprochen hat. Sehr schick. Ich weiß nicht, aber... Ah, okay. What are you looking at? Nothing. Get lost. Wrong answer, Squirt. Now we really want to know what you're looking at. It's some sort of shiny object. It's my shiny object. Finders keepers. Hmm. Looks like a puzzle. A difficult one at that. How about this? Whoa, what's happening? This looks like our letters, but different. More like... Let's see here. Heed my words, for I am Ifrid, the intrepid explorer who has crossed the world's edge without fear. Yada yada yada, more self-promotion. Ah, here we go. At last, I have reached Terra Incognita. But alas, I am unable to return home. I shall take my many treasures, seal them in arks, and scatter them about this land. It is my hope that they shall serve as beacons to those explorers who follow in my footsteps. I'm impressed, Alvin. But I still don't know what it means. I've heard of this Ifrid. He's a legendary pirate. He raided cities all throughout Rize Maxia ages ago. He set off to find the end of the world and never returned. Or so the legend goes. Nice of him to put his treasures in these boxes for us. The pirate Ifrid's treasures? Oh, oh, I want to find him too. Maybe you should learn to read first, young man. Yeah, good idea. You'll all wait for me, right? And keep this Ifrid treasure stuff between us. Verliese und Landschaft enthalten besondere Schatztruhen. In ihnen finden sich eigenartige und mysteriöse Objekte. Diese sind als Ifrids Schätze bekannt. Halte und bitte nach ihnen Ausschau. Mysteriöses Juwel. Ich habe es auch noch keine Ahnung, was mir das bringen soll, aber eventuell ist es nützlich. Das ist ein Ifrid-Schätze, bleibt ein teurer Geheimnis. Einverstanden? Ja klar, alles klar, mein Junge. Nee, genau. Ich würde sagen, ich finde in Adlers Ereignisliste. Eine Übersicht, die Handlung und ein aktuelles Ziel findest in der Ereignisliste. Ach, über die Handlung. Daran sind auch Nebenereignisse und die Ziele aufgeführt. Mit der Ereignisliste kannst du ändern, welches... Okay, verstehe schon. Ah, okay, sowas ähnliches habe ich schon mal in Final Fantasy 13 gesehen gehabt. Da gab es ebenfalls etwas, da konnte man die Geschichte des Spiels nachlesen. Und da war es das? Ja, doch, das ist so ähnlich wie in, vielleicht gibt es das in mehreren RPGs, aber ich kenne das bisher nur aus Final Fantasy 13. Da hat man eine kleine Übersicht aller Geschehnisse des Spiels und kann sich normal das durchlesen, für den Fall, dass man etwas vergessen hat. Finde ich nett. Damit werde ich mich später beschaffen. Es wäre so sinnlos, das jetzt vor alles durchzulesen. Aber ich möchte mich kurz dann doch umgucken. Oh, eine Strickmütze. Umhang.
Achso, das sind die Alternativen. Okay. Was habe ich gerade noch erhalten? Ne, das war es nicht. Eins habe ich nicht davon. Ne, das war es auch nicht. Keine Ahnung, wo ist es? Ah, hier, glaube ich, ist das irgendwo. Mysteriöses Juwel. Eventuell weiß ich später noch, was es bringen soll. Aktuell weiß ich es nicht. Und herunterbar... Oh, das kann ich auch mal anschauen später noch. Ja, das wäre soweit dazu. Vielleicht sollte ich mich noch etwas da umschauen in den Häusern. Wohnhaus. Hier wohnen Menschen, die wollen auch reden. Da, zum Beispiel da. Wie oft muss ich dir noch sagen, du hast bei der Hütte nichts verloren. Oh, Arme. Ich kenne die Dorfringer, aber ich kann einfach nicht anders als neugierig zu sein. Eine Mutter schimpft sein Kind aus. Ihr Kind. Arm. Armes Kind. Ich habe einen Apfel erhalten. Das ist aber jetzt echt billig. Ob es von den Engländern oder von den Deutschen kommt, aber ein Apfel, ehrlich? Das ist irgendwie billig, finde ich. Es sieht doch noch aus wie ein Apfel. Hamel gibt es noch nicht lange. Alles, was ihr hier seht, wurde von mir, der Bürgermeisterin und den anderen Männern und Frauen unserer Generation erschaffen. Eisensand, okay. Hört sich gut an. Eisensand. Vielleicht kriege ich davon später Eis und sowas. Und dann kann ich aus diesem Eisen Schwerter machen und dann kann ich mit diesen Schwertern kämpfen und dann, ja, toll, ne? Ich glaube nicht, dass ich herausgehen sollte. Ich soll mir ja irgendwie hier nur umschauen und dann zurückkommen, denke ich mal. Vielleicht war das, um dieses Objekt zu finden. Oder ich soll da oben lang gehen. Oh, es gibt noch. What a beautiful view. I bet if I yelled really loud, it would echo back. So why not try it? You gotta do things like that while you're still young. When you get to be my age, it can get a little embarrassing. Yeah, all right, why not? Echo! Echo, 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 echo. Alvin? Alvin, 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 Alvin. And what you're doing now isn't embarrassing? A little, a little, a little, a little. Wow, also die Dialoge, der Mann da mit Peinlichkeiten, das war toll. Okay, hier gibt es nichts mehr Interessantes anscheinend. Ich kann mit diesen Leuten nicht mal reden. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich mit den NPCs, die keine Sprachsymbole haben, nicht reden kann. Gut, das kommt zwar auf die Öffentlichkeit auch hin, dass man nicht mit jedem Menschen einfach so reden kann, aber... Weiß nicht. Das hatte für mich irgendwie so jedes RPG an sich, dass man mit wirklich jedem Charakter, der rumsteht, reden kann. Aber es ist sowieso toll, dass hier mal Menschen rumlaufen. Die meisten Spiele, die ich bisher gespielt habe, waren sehr menschenleer. Dass man einfach in eine Stadt kam, da waren 3, 4 Menschen und das war die Bevölkerung der gesamten Stadt. Also, ja, die Bevölkerung aus einem Spiel bestand normalerweise aus 100 Menschen. Nicht sehr realitätsgetreu. Applefruits. No wonder it smells so good around here. Wow, look how juicy they are. Hmm, is that so? They look like they're at the peak of ripeness. Sweet with just a hint of tartness. That sounds... interesting. Mila, you're drooling really bad. For some reason, I can't make it stop. Sounds like your body is awakened to the joys of eating. Just keep those mitts off the merchandise. Our rap sheet's long enough as it is. Kann ich mit der reden? Ah, da kann ich prüfen. Holz! Oh, toll! Echt super. Ich gebe euch einen kleinen Rat, Jüngchen. Die Materialien, die von den Kaufleuten nachfragt werden, ändern sich von Zeit zu Zeit. Wenn ihr ihnen Sachen bringen könnt, für die sie wohnige wären, könnt ihr eure Ladenlevel schneller erhöhen. Manchmal lohnt es sich auch, wenn ihr eure Materialien so lange behaltet, bis die Händlerbunde verbieten. Okay. Das Prinzip der Ladenerweiterung ist eine Handlehrtradition, die weit zurückreicht. In alten Zeiten gingen aufgrund von Problemen mit Monstern und den Geisterklimata immer wieder Güter verloren. Daher mussten die Käufer und Verkäufer einander helfen, um den Händlern ihr Geschäft zu ermöglichen. Eine Form der Zusammenarbeit bestand darin, dass sich die Kunden den Verkäufern Rohmaterialien zur Verfügung stellten und Geld in ihre Geschäfte investierten. Der Altertum sagt, solche althergebrachten Traditionen sind kaum zu ändern. Der da? Das sieht mir mehr... keine Ahnung. Dann seid ihr also den ganzen weiten Weg aus Fenmont gekommen, wie beeindruckend. Und wo liegt dieses Fenmont eigentlich? Ich weiß nicht allzu viel über dieses Dorf. Okay. Aber Waffenladen ist immer gut. Waffenladen finde ich gut. Was haben wir denn schönes? Nichts Neues, wie mir erscheint. Bald erhältlich. Oh, aber das finde ich immer gut. Die ganzen Waffen haben eigenes Aussehen. Das habe ich zum Beispiel in Tales of Symphonia vermisst, als ich dieses Spiel damals spielte. Weil, ja, sieht schön aus. Hoffentlich werden die auch in Kämpfen angezeigt.
Erweitern, mal schauen. Waffenladen. Wo sehe ich denn genau, für was ich Boni bekomme? Steht das irgendwo vielleicht? Vielleicht kann ich ja hier mal schauen. Na, vielleicht muss ich auch irgendwo fragen. Ich weiß noch nicht genau. Ich werde mich damit später befassen, auf jeden Fall. Wobei, der Zubehörladen hört sich interessant an. Ach nee, warte, das hatten wir vorhin ja schon mal. Ach, ich erinnere mich, okay. Kann ich da rein? Nee, kann ich auch nicht. Das finde ich nebenbei jetzt wirklich gut, dass man nicht einfach so in jedes Haus reinplatzen kann. Das ist auch realitätsgetreu. Dankeschön. Nee, auf jeden Fall, in dieses Spiel ist viel Arbeit reingesteckt worden. Und vor allem auch ist die Realität gut nachgetroffen worden. Meine Aufgabe besteht darin, die Napfelende zur Marmelade und das Raumküchen zu verarbeiten. Ich werde es dann, also muss ich halt anpacken. Diese Stadt liegt zwar abseits ausgetretenen Förder, aber ja, okay. Ach komm schon, uninteressant. Ich würde ja aber gerne wissen, ob das jetzt schon reicht von Story-Fortschritt. Semester, wollt ihr euch hinlegen? Ich denke schon, ja. Morning. What are you up to? Watching people. Okay. Say, Mila, can I ask you something? What's a Spyrex? Why were you trying to destroy that device in Fenmont? Spyrex technology is something humans were never meant to have. So, I must take it away from them. Why? That is none of your concern. So you don't trust me? That's not it. Look, if you saw a toddler playing with a knife, what would you do? I'd probably snatch it away. And what would be your reason? Because it's dangerous. The baby doesn't know how to use a knife. He could cut himself, or worse. There's your answer. What? But we're not babies. If we understand what we're dealing with, and if we see the dangers, we can learn how to use it safely. So you say. But to me, you're no different than infants. I will do what I must to protect this world. If that means destroying the lens of Kresnik, so it's my mission. I see. Don't worry, Jude. None of this will concern you once we reach Nia Kara. What's going on? It would seem we can't linger around here anymore. So they did follow us. I don't know, kid. They found us awfully fast, considering this isn't their home turf. Well, it's not like we can ask them about it. Let's go before they find us. There's an exit in the western part of town. That must be the way to the Kajara Sea Falls. Somit haben wir, denke ich mal, einen großen Batzen der Story wieder erfahren und ich würde auch sagen, das reicht vollkommen, da das jetzt im Endeffekt wirklich dann noch ein Let's Test bleibt. Ja, ich bin damit zufrieden. Also, wie gesagt, tut mir leid, aber das war's dann mit Tales of Sylia. Dann, Arrivederci, bis demnächst, sowas.